Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsding. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Glossy-Ei ist da unglaublich. Ich muss ehrlich dazu sagen, ein paar Tage stand es jetzt auch hier, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Aber dieses Ei ist wirklich sehr, sehr spät gekommen. Auch noch dafür, dass ich im Pre-Sale bestellt habe. Die haben noch gesagt, ja, für Glossy-Abonnenten gibt es ein Pre-Sale. Dann könnt ihr es schon ein paar Tage vorher kaufen als die anderen. Und am Ende habe ich das Ei trotzdem voll spät bekommen. Sinn dahinter verstehe ich nicht. Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass meine Pakete hier in Berlin immer später ankommen als woanders. Vielleicht sogar auf den Dörfern kommt es irgendwie schneller an als bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass einfach in Berlin so viele Pakete zuzustellen sind, dass es ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber ja, auf jeden Fall ist das Ei jetzt da. Noch vor Ostern auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr habe ich mir das Glossy-Ei ja nicht gekauft, weil ich da das Abo gekündigt hatte. Ich habe zwar noch eine Box bekommen, aber Glossy Box hat mir gesagt, ich bin kein Abonnent mehr und deswegen konnte ich das irgendwie nicht für günstiger kaufen und deswegen habe ich es gelassen. So, für dieses Ei habe ich 35 Euro bezahlt. Ich muss sagen, es ist ein richtig schönes so 3D-Ei. Gefällt mir sehr, sehr gut mit der süßen Schleife hier oben drauf. Und hier ist einmal, sieht man so Alice im Wunderland. Also es ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Design. Aber das habe ich ja schon immer gesagt, Glossy Box kann wirklich schöne Boxen kreieren. Das ist einfach so. So, also man muss diese Schleife hier aufmachen, dann kann man den Deckel abmachen. Und das Ei ist voll gefüllt. Ihr seht das mit schönen Sachen. Ich bin jetzt mal gespannt. Und hier ist ein Kärtchen. Das Motto ist auch Glossy Wonderland. Ich glaube, wie halt die reguläre Box diesen Monat. Und hier muss man dann wieder einen QR-Code scannen. Das mache ich jetzt einmal ganz kurz. So. Und dann gehe ich einfach hier wieder nach der Reihenfolge lang, wie es hier im Heftchen steht. So. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten. Und dieses Produkt kenne ich auch schon von MAC O Beauty. Ein Cheek and Lip Ding halt. In Flamingo Pink. Also das ist halt so ein 2-in-1 Ding. Das ist halt perfekt für die Lippen und aber auch für die Wangen. Also man kann es halt als Lipgloss, Lippenstift benutzen oder halt als Rouge, als Blush. Und so sieht es aus. Ich mache es jetzt nicht auf und kostet 12 Euro. Ja, das hatte ich auf jeden Fall schon mal in einer Box drin. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Oh, okay. Und hier ist was drin von The Body Shop. Ein sehr kleines Döschen und zwar ist das eine Cleansing Butter. Okay, letztes Jahr, also die letzten Unboxings hatte ich ja kein Adventskalender Unboxings, hatte ich keine Body Shop Adventskalender mir gekauft. Es hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Wahrscheinlich dieses Jahr wird es wieder einen geben. Aber ich muss sagen, riecht ganz angenehm. Hier steht, man soll es aufs trockene Gesicht auftragen und einmassieren und mit warmem Wasser abspülen oder für eine noch gründlichere Reinigung mit einem feuchten Tuch entfernen. Finde ich sehr cool und kostet, jetzt muss ich mal gucken, wie viel drin ist, 20 Milliliter kosten 5 Euro und das Originalprodukt hat 90 Milliliter für 14 Euro. Also finde ich sehr, sehr cool. So, nächstes Produkt vom Bubble Tea, okay, Bath & Body Cherry Blossom Shower Gel. Das ist ein Duschgel, okay. So sieht es aus, ich muss sagen, sieht sehr, sehr schön aus. Ich schnupper mal dran. Ist es noch zu? Ja, es ist zu. Aber es kommt trotzdem schon ein leckerer Duft entgegen und kostet 7 Euro. Sieht wirklich sehr süß aus. So, next
Okay, hier haben wir eine Plump Limp Lip Mask. Okay. Ja, ist einfach eine Lippenmaske. Ah, okay. Es sind mehrere Lippenmasken, weil das ist keine Tuchmaske, sondern hier sind so eine kleine Kapseln drin. Das wird hier hinten auch erklärt. Hier sind so kleine Kapseln drin und die kann man sich dann auf die Lippe machen. Sowas habe ich auch schon zu Hause von Shebens, glaube ich, ist es. Und diese Masken, also diese Kapseln, kosten 6,95 Euro. Ja. So, nächstes Produkt. Das ist cool. Wir haben hier eine Maske drin von Hey Honey. Eine Detoxifying Mood Mask. Und ich hatte schon mal in einer Glossy Box eine Hey Honey Maske drin. Und diese Maske war einfach nur super. Ich habe sie wirklich geliebt, diese Maske. Das war die in Gold. Und war schon traurig, dass sie so schnell alle war. Und deswegen freue ich mich riesig über diese Maske. Ich werde diese Maske ausprobieren. Und ich werde euch dann im nächsten Aufgebraucht einfach oder im übernächsten erzählen, ob die auch so teuer war wie die goldene. Aber ich bin wirklich ein Fan von den Hey Honey Masken. Ich mache die mal auf. Ja, riecht auch sehr ähnlich. Also ich bin gespannt. Danach habe ich mich wirklich immer sehr toll gefühlt. Und hier haben wir 20 Milliliter für, Gott, immer aufs Handy gucken, für 26 Euro kostet es und 50 Milliliter würden 65,99 kosten. Das ist schon sehr heftig. Mal sehen, was diese Maske macht. Hey Honey, zeig mir dein strahlendes Gesicht. Diese schwarze Maske mit Beauty-Schlamm aus dem Toten Meer sorgt für erfrischendes Spa-Feeling. Sie klärt, entgiftet und verkleinert optisch die Poren. Obendrein wirkt Bienenpropolis gegen Unreinheiten aus über 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Also hört sich sehr gut an. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und hier befindet sich fast von Ultrasan drin. Also Ultrasan ist auch eine Marke, die ist einfach in jeder Box drin. Sobald der Sommer beginnt, auch im Winter, es war Ultrasan drin. Und das ist ein After Sun Tan Booster. Ja, ein Self-Tanning After Sun Gel. Okay, also es ist ein After Sun Gel, was gleichzeitig noch ein Self-Tanning Effekt hat und kostet 28 Euro. Ja, so sieht's aus. Kann man hier einfach rausdrücken und dann ist man, ist halt, also wenn man halt rot ist, braucht man After Sun Gel und dann kann man sich einfach noch mehr Farbe raufklatschen. Also das brauche ich jetzt nicht. So, dann machen wir weiter mit einem kleinen Produkt. Mal sehen, ob ich es hier finde. Ja, ein kleines Mini-Produktchen von Diego Dalla Palma. Okay, ist ein Eyebrow Pencil. Wasserfest und kostet 10,75 Euro. Das große Produkt würde 21,50 Euro kosten. Und so sieht's aus. Also ein Augenbrauenstift in so Farbe 103. Okay, ja. Ist ganz süß, auch für die Tasche so, ne? Wenn man auch mal einfach was Kleines braucht. Aber es ist halt schon extrem mini. So, nächstes. Okay. Hier haben wir ein von Glow Home Spa ein Mask Remover drin. Hier steht drauf Mask Off. Kostet 10,45 Euro. Und da muss ich ja gleich mal lesen. Also ich denke, dass man halt seine Maske damit abmacht. Oh, guck mal, das sieht voll lustig aus irgendwie. Auf dem Bild dachte ich, es wäre ein Portemonnaie. Also schauen wir mal. Dieser Handschuh revolutioniert unsere Beauty-Routine, denn er wurde speziell dafür entwickelt, selbst hartnäckige Gesichtsmasken schnell und einfach von der Haut zu entfernen. Seine spezielle Polyesterfasern gleiten dabei über die Haut, ohne sich zu peelen und hinterlassen einen geklärten Ton. Obendrein ist der Remover easy zu reinigen, da er die Reste deiner Gesichtsmaske nicht absorbiert, sondern nur auffängt. Handschuh mit warmem Wasser anfeuchten und für einen kurzen Moment auf das Gesicht legen. Dann die Maske in kreisenden Bewegungen abnehmen. Anschließend den Handschuh mit warmem Wasser ausspülen oder in der Waschmaschine waschen, ohne Weichspüler. Also dieses Produkt finde ich richtig cool, weil ein Grund, warum ich Crememasken hasse, ist, weil man die einfach wieder nicht abkriegt. Und das ist richtig cool. Damit kann ich mir vorstellen, dass man das richtig, richtig gut abkriegt. Also das wird auch getestet. So,
Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Also ich habe das Gefühl, dass im Osterei jeder das gleiche drin hat. Ich bin mal gespannt. Und zwar ist es ein Produkt von Christophe Robin Paris. Ein Hydrating Melting Mask. Okay, das ist jetzt cool. Hier ist, okay, also wir hatten ja schon eine Maske. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist hier eine Maske drin, damit man den Handschuh testen kann, aber eigentlich hatten wir ja schon eine Maske. Auf jeden Fall sind es hier 40 Milliliter und, okay, verstehe ich jetzt nicht. Also hier ist einmal der Preis für 75 Milliliter und einmal der Preis für 200 Milliliter. Warum jetzt ich hier 40 Milliliter habe, fragt mich nicht. Also 75 Milliliter würden 17,75 Euro kosten und 200 Milliliter würden 333,15 Euro kosten. Hier steht, gib deiner Mähne mit dieser Maske eine extra Portion Pflege. Ach, siehst du, das ist für die Haare, habe ich gar nicht gelesen. Ach, hier steht es ja, für die Haare, ja. Sie hydriert und revitalisiert trockenes sowie stumpfes Haar. Okay, das finde ich doch wieder sehr schön. Ich habe einfach zu früh gemeckert. Es ist eine Haarmaske, das heißt, wir haben hier halt eine normale Maske fürs Gesicht und das Hand und den Handschuh drin und einmal eine Haarmaske. Finde ich sehr, sehr cool. Riecht jetzt, hat jetzt auch keinen bestimmten Geschmack. Ich finde aber, dass die Verpackung auch sehr schön aussieht. So, ich habe noch zwei Produkte hier drin. Wir machen mal weiter mit der Twist for Volume Mascara von Adeco. Okay. Hier ist, das ist irgendwie eine specialige Mascara. Sie hat, also erstmal sage ich, wie viel kostet, 15,95 Euro. Und jetzt muss ich mal gucken, die hat irgendwie zwei verschiedene Bürstchen, glaube ich. Ah, ist ja krass. Also, hier ist so ein Drehding dran, ne? Und da kann man die, das Bürstchen verstellen, dass es entweder so gerade ist oder wenn ich es jetzt drehe, wird sie so geschwungener. Das ist ja cool. Also die lassen sich immer wieder neue Dinge erfinden. Echt heftig. Also, man soll halt einfach vorm Auftragen die gewünschte Einstellung der Bürste wählen. Dazu das Rad drehen, bla bla bla. Bis das Einreiß für optionale Ergebnisse, die Wimpern Tusche im ersten Schritt auf Länge sowie im zweiten Schritt auf Volumen drehen. Okay, sollte man das, den krassesten Effekt erst auf die Länge ziehen und dann auf Volumen und dann sehen die Wimpern toll aus. Finde ich sehr, sehr cool. Dann kommen wir zum letzten Produkt aus dem Ei und das ist ein Produkt von Banana Beauty und zwar ein Lip Liner für 17,99 Euro. Und auch da hat jeder die gleiche Farbe. Das ist wirklich heftig. Wow, das ist eine sehr schöne Farbe. Ey, ich habe so viele Lip Liner und Lippenstifte. Eigentlich müsste ich mal mit euch ein Video machen, wie ich euch meine ganze Schminksammlung zeige und gleichzeitig mit euch noch aussortiere, weil ich habe so viel in meinen Schränken drin und ich will das jetzt auch schon wieder behalten. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir mal. Ich weiß noch nicht wann, vielleicht auch erst wieder im Winter, aber ich zeige euch mal meine ganze Schminksammlung, hole mal alles her und dann sortieren wir einfach mal auch ein bisschen was aus. So, ich swatch euch den Lip Liner, weil er einfach wirklich sehr, sehr schön ist. So sieht er aus. Passt heute eigentlich auch perfekt zu meinen Lippen. Sehr, sehr schön. Und ja, ich liebe ja Lip Liner, die halt so ein bisschen weicher sind, dass man auch wirklich mehr so über die ganze Lippe gehen kann und nicht nur so halt die Umrandung. Und das ist ein sehr, sehr schöner Lip Liner, der auch ganz schön fest ist. Also wenn ich rüber schmiere, geht zwar ein bisschen ab, aber es bleibt auch gut drauf. Also der wandert sofort in mein Schminkkästchen und diese Farbe ist Rose O'Clock, okay? So, dann wollte ich mal gucken, das war jetzt das letzte Produkt, ob es noch andere Produkte hätte geben können. Nein, also jeder hat genau das gleiche im Ei drin. Und mit dem Rabattcode, mit dem Rabattcode Glossybox könnt ihr bei Banana Beauty noch 30% auf alles sparen. So, dann kommen wir zum Gesamtwert. Wir haben hier einen Gesamtwert von 148,09 €. Also ein bombastischer Gesamtwert. Ich habe 35 € bezahlt und ich muss euch wirklich sagen,
Das Glossy Ei hat mir gefallen. Aber da sind wir immer wieder beim gleichen Thema. Glossy Box kann schöne Verpackung und Glossy Box kann Limited Editions. Mit den regulären Boxen hadert es immer noch so ein bisschen, aber diese Dinge kann Glossy Box wirklich. Hat es jetzt was mit Ostern zu tun? Ja, ne? Aber wie soll, also, aber es hat auf jeden Fall was mit dem Frühling zu tun. Sagen wir mal so, wir hatten, ich zeige euch nochmal, ein Self-Tanning After Sun Gel. Wir hatten eine Gesichtsmaske mit einem passenden, wie heißt denn das? Maskenschwamm, Maskentuch dazu. Wir hatten eine Haarmaske, wir hatten ein Duschgel. Das war auf jeden Fall cool. Wir hatten was fürs Gesicht, eine Cleansing Butter. Wir hatten hier so ein Ding für die Wangen als Blush oder als Lippenstift. Wir hatten einen Augenbrauenstift, wir hatten Mascara und wir hatten einen Lip Liner. Und wir hatten noch eine Lippenmaske. Also ich muss sagen, es war wirklich gut gemacht. Wir haben was zum Duschen, zum Haare machen, wir haben was zum Gesicht waschen, wir haben was zum Schminken, wir haben was, um uns zu pflegen. Also es war wirklich alles dabei. Ich kann darüber nicht meckern. Das Einzige, worüber ich meckern kann und möchte, ist, dass dieses Ei einfach viel zu spät angekommen ist. Dafür, dass ich es im Pre-Sale bestellt habe, dafür ist es einfach viel zu spät angekommen. Aber ein bisschen Ärger ist ja mit Glossy Box immer. So, jetzt würde mich aber interessieren, wie findet ihr das Ei? Und vor allem, habt ihr euch das vielleicht ergattern können? Also ich muss sagen, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Und kann man schön als Osterdeko benutzen. Und da würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und natürlich, um nichts mehr zu verpassen, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!